damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Stray. Und ich muss sagen, das Spiel hat es mir echt angetan bis jetzt. Das ist super witzig und die Katze ist echt gut umgesetzt. Die Atmosphäre ist Hammer. Und ich bin mal gespannt, was storytechnisch noch so passiert. Ja, also wir wollten jetzt hier mal nach unten gehen. Und dann hoffen wir mal, dass wir nicht allzu weit laufen müssen. Oh, da sieht man das. Oh, wie geil. Oh no, Cutscene. Die Slums, Teil 2. Und wir haben immer noch nichts gefuttert. Momo? Schau mal, ein Zettel. Kleiner Auswählter, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in der Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Ernst jetzt? Aber es ist ein gutes Passwort. Achte auf dich noch so Kleinschreibung. Wir sehen uns in der Bar, Momo. Es muss doch kurz für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Ja. Wie ist der Schloss für das Fenster? Der Code lautete, es war einer, glaube ich. Okay, nein. Ich glaube, es ist mein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Da war es ein O, da war es ein O. Schauen wir mal. Oh, gut. Wo ist eine Bar? Und wartet auf uns. Wir brauchen immer noch diesen einen Technik-Freak. Oh, das ist auf einmal ganz hell hier. Jump. Nein, das ist runterjumpen. Jump. Jump. Hey, Momo. Hey, kleines Feldklar. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Okay, jetzt habe ich gerade gewundert, warum es so blurry war. Mit dem Giga-Fernseher. Okay. Yay, wir werden gestreichelt. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Okay. Ich habe es fast geschafft. Hallo? Hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das Zabaltasar? Momo? Ich fass es nicht. Ich bin sofort deine Stimme zu hören. Zabaltasar, wo bist du? Geht es den anderen gut? Was? Ja, wir sind in Sicherheit. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Hallo? Hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation... Oh. Das ist eine Tor, was zu war. Bei dem Musiker. Um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Zergs überall. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal. Wir haben das Signal verloren. Ich fasse es nicht. Zabaltasar ist am Leben. Er und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums. Aber wenn Zabaltasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. Jetzt? An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es an Zergs. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen. Besonders aus dir, Kleines. Oh. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten geben mich nichts an.
Servus. Sein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zergs. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Ja, aber vielleicht nicht so geil gewesen. Servus war seitdem nie mehr derselbe. Hör nicht auf Servus. Er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu der Außenwelt dran. In seinen Dünnbüchern erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Servus. Komm schon, folge mir. Okay. Ist das effektiv und ich gehe dir nach? Ja, ja, Tatsache. Keine Cutscene. Jakob, Mitarbeiter des Monats. Wie bist du da eigentlich runtergekommen? Gibt es da eine normale Treppe noch? Na, oh, ist immer noch dabei beim Waschen. Na, oh, tut mir leid. Ah, ich gehe ja schon. Oh. Der da, Gewicht. Komm schon, Servus. Mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Die Situation ist ziemlich hart für Servus. Er wollte nichts mehr von der Außenwelt dann hören. Mir will er nicht mehr helfen. Aber du? Ich glaube, ich habe eine Idee. Soll ich jetzt da einbrechen? Oh, oder so, ja. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeige es Servus. Okay. Er enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor, keine Außenbettler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Okay. Boah, das ist... Ah, mach das mal ganz kurz. Das ist ja der Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technik-Freak. Okay, er kann es auch nicht lesen. Notizbuch. Was ist das? Warte, das ist von meinem Papa? Oh, wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung? Aber wo? Ja, ich würde mal sagen, hier, wo es die Umrandung hier so hat. Ist nämlich ziemlich offensichtlich. Ah, und da hätten wir einen Digicode. Wo wir den Code aber nicht wissen. Was soll ich erschrecken? Cooles Bild. Und was ein Kopf? übersetzen. Die Zeit wird's zeigen. Und was? Der Code ist mir noch nie aufgefallen. Wie konnte ich ihn nur übersehen? Ich habe keine Ahnung, was das Passwort sein könnte. Ach, die Zeit wird es zeigen. 2, 5, 1, 1. Probier's mal. 2, 5, 1, 1. Ja, richtig. Oh mein Gott. Das sind die Viecher hier. Beobachterin. Was ist das? Hören sich niedlich an, aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht.
Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, in dieser ganzen Zeit von mir zu... Also, dass er es geschafft hat, in der ganzen Zeit von mir zu verstecken. Diese Baupläne, die müssen für seine Zerg-Waffe sein. War aber immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauche. Er ging nach draußen in den Slums und kam nie wieder. Ja, großer Schaltplan. Die Fluxabladen. Ziel, Vernichter von 20 Zergs pro Sekunde. Okay. Noch was? Nee. Ah, das kann man sicher runterschmeißen. Wie die Katze es halt immer wieder macht. So mit dem leicht antatzen. Da ist nichts drin. Zeitung. Aktuelle Roboter-Schlagzeilen. Zergs sind offiziell aus der Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Was möchtest du von mir? Ja, noch nicht wirklich. Was könnte uns hier helfen? Das ist süß. Aber ja, nicht ungefährlich. Ah, die Kiste. Yes. Und da ist es drin. Kaputte Peilsender. Na, ich will mit dir... Nein, ich will mit dir quatschen. Gegenstände anzeigen. Das ist da. Warte, das Ding kenne ich. Das ist ein Peilsender. Papa, das ist ein Peilsender, immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zergs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne dir die Tür. Ah, kriegen wir jetzt endlich unseren Technikfreak? Ja, und jetzt? Du musst dieses Beißchen reparieren, du bist echt pfiffig. Vielleicht kannst du den Slums jemanden finden, der dich... also ich soll den finden. Gehen wir mal zum Momo. Vielleicht kann er das. Ah, der auch den anderen repariert. Moin. Ja, habe ich. Das da. Er kann mir auch nicht helfen. Bist du technisch gut drauf? Ist etwas. Ja. Das da. Vielleicht hat der Barkeeper eine Idee. Hey Jacob. Wo bist du ja? Was kann ich für dich tun? Peilsender reparieren. Was für ein schönes Gerät und auch noch selten. Ich kenne einen Typen, der Sachen wie das hier repariert. Er ist sehr begabt, nur ein bisschen, naja, du wirst schon sehen. Sein Name ist Elliot, sein Büro ist gleich links von hier. In der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Okay. Links von hier. Also das links hier. Überall sind Schilder angebracht. Was ist das? Oder das? Probier's mal. Oh. Hallo. Warum kann er jetzt mit dir? Du bist also Technik-Fan hier. Oh, Notenblatt. Nice.
Oh, da ist ein Hochbett. Also, ich würde gern mit dir mal was quatschen. Du bist wegen Elliot hier? Er ist gleich da drüben. Sonst nichts zum Mitnehmen. Okay. Oh. Eine echte Nerdhöhle hier. Oh, da gibt's was zu merken. Mini-Bonsai. Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfluss reicht, um einen Weg gefunden, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume und die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Oh yes. Hier kann ich aufmachen. Das macht man natürlich. Na komm, geht auf. Schick. Moinsen. Ja. Als erstes bitte mal. Das wird ein Passwort. Kurz an diese Bedenken lese. Eine Sekunde. Ich muss noch meine Linsen kalibrieren. Hier steht. Duferbar. Seltsam. Wir verarmen den Rendezvous per Binärcode. Duferbar. Aha. Okay. Also in der Bar dann irgendwie ein Code versteckt. So, und das. Oh, wow. Das ist ein toller Passende. Ich kenne dieses Modell. Es ist ein Sohima BA-2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Lokalisieren. Darf ich? Ja. Ich weiß, wenn man den rep... Was? Ich weiß, wenn man den repariert, aber wenn ich so am Bibber bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibber bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich deinen Pass unterbrechen kann. Eine Decke. Okay, du wirst da bestimmt hier irgendwo im Haus drin haben. Hier geht's nicht auf. Okay. Das bringt nix. Decke. Vielleicht unten bei dem anderen Bett. Gibt's hier die Decke? Ah, übersetzen. Ich wurde zum Programmieren Sklaven zu sein, haben aber seit einem Haufen Tagen eine Seele. Hoffentlich findet die Außenwelt eines Tages den Ausgang zu dieser Hölle, Momo. Hast du die Decke? Elias und Nippokone, davon gibt es nicht mehr viele. Das haben uns die Vorfahren vererbt. Wenn du willst, dass er wieder an die Arbeit geht, bringe ihm besser was zum Anziehen. Das wird ihm aufmuntern. Ja, aber... Ja, er ist voll am Rotzen hier. Aber was denn? Was zum Anziehen? Da wäre doch was! Das kannst du nicht nehmen. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal wieder. Ja? Wo war das schon mal? Guten Tag. Wenn also heute Morgen von gestern ist, und wir morgen. Was? Und morgen das heute von gestern sein, oder? Das ist schon seltsam. Wir altern nicht wie unsere Vorfahren. Die Weichen sind hier gefangen für immer. Naja. Wird sicher
alles bald ein bisschen besser werden. Komm doch. Auch bei dem Automaten waren wir schon. Wo ist denn jetzt eine Decke her? Hier ist mal Dead End. Decke, 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 Decke. Setzen. Omas Kleidung. Hallo Gleis, hast du etwas Stromkabel für mich? Ich würde gerne eine Poncho für dich stricken. Also brauche ich ein Kabel. Ah, jetzt macht es Sinn. Danke, mein Liebes. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Okay. Cool. Wir haben jetzt ein Kabelponcho. Bitte sehr, Kleines. Das wird dir gut stehen. Die Oma. Wie süß. Okay. Dann, kann ich hier wieder rein? Dankeschön. Ich hoffe, das ist gut genug. Immerhin mit Liebe von Oma gemacht. Ja, ja. Warte mal, ich hab da was. Das da. Oh, wo hast du den gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Geil. Ich habe kein Baby mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke. Jetzt kann ich deinen Personal definitiv reparieren. Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache. Yes, separiert. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Cool. Dann sind wir hier erstmal wieder weg. So, dann gehen wir mal zum Sonimann zurück und sagen ihm mal, dass wir das repariert haben. Mal sehen. Hast du es geschafft, den Peilsender zu reparieren? Ja, natürlich. Hier, bitteschön. Du hast es geschafft. Du hast es repariert. Gut gemacht. Gib ihn her. Wir haben eine Pink. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns den Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Aber heißt das jetzt nicht, wir gehen in die Slums? Der wird ja wohl kaum noch hier sein, oder? Ah, okay, das ist die Notenblätter-Sache. Muss man noch die anderen abgeben. Immer noch stickig. Was siehst du da? Ich will mitgucken. Okay. Nichts, was ich irgendwie lesen könnte. Gestreichelt werden. Oh. Na? Das muss es sein. Er hat das Lamps wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Kommen wir nochmal retour? Weil ansonsten würde ich das mit den Notenblättern gerne noch machen. Okay. Kommst du mit?
Oh ja, er kommt mit. Die alte Zirkeier an, sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zirks werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Ah, okay, alles klar. Ich werde dir die Tür öffnen. Ja. Und der Peilsender? Na egal. Dann gehen wir mal. Oh, da ist die Mauer. Sieht schon geil aus. Und hier ist dann vermutlich rausgegangen, ha? Da gibt es auch wieder eine Erinnerung. Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und dem Stadtzentrum war. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Wie kann man sowas so tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Naja, sicherlich mitunter. Jetzt sind wir schon bei 40%. Die Sackgasse. Oh. Na geil. Und keine Reatur. Ja, super. Ah, toll. Das ist ja echt super. Okay. Können wir hier mal ganz schnell weg. Oh Mann. Bloß kein Fehler. Oder doch. Okay. Oh, Tuk Tuk. Glaube ich. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt zu gucken. Wo muss ich denn hin? Ach so, ja doch. Okay, für die andere Richtung. Macht wieder Sinn. Ah, komme ich jetzt hier drüber? So, und jetzt noch mal so da drauf springen. Sehr gut. Oh mein Gott! Was zum? No! Oh no! Oh, die arme Kleine. Alles okay? So süß! Ja. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Oh no, wir. Nein, wir hinken schon wieder. Oh, wow. Oh. Oh, die Arme. Okay, hier ist echt viel Müll. Waren sie aber nicht so fleißig, unsere kleinen Freunde. Ich muss mir das mal so hier geben. Es ist einfach so schön.
Hat sie vielleicht noch Siegschwert? Secret. Oder ist es der Doc? Der Wissenschaftler, für den ich arbeite, der sagte immer, er wollte sich ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Bücher suchen würden? Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Okay. Was ist das? Kann ich mich da hinlegen? Oh, so cute. Oh, gibt es jetzt Kamerafahrt? Secret. Sehr cool. Okay, liebe Leute, ich würde auch sagen, damit beenden wir diese Episode und schauen in der nächsten, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und bis denn dann. Tschüss.